Frau Swarovski, der Opernball, der im nächsten Jahr stattfinden könnte, der hat sehr viele neue Gesichter. Sie sind eins davon in diesem Komitee, das geschaffen wurde. Eine große Freude, nehme ich an. Ja, es ist eine große Ehre für mich und ich schätze natürlich den Bogdan sehr und seine Vision für den Ball und das Zusammenführen der kulturellen Tradition, aber auch der relevanten Themen vom Zeitgeist heutzutage. Was macht denn den Opernball so besonders und so speziell? Also ich finde zuerst mal, die Tradition vom Ball ist hervorragend. Man sieht es sehr selten in anderen Ländern. Das Gebäude allein schon ist hervorragend, einfach architektonisch und kunsthistorisch gesehen hervorragend. Und dann einfach das Zusammenkommen von der Gesellschaft, von den verschiedenen Schichten der Gesellschaft, von den verschiedenen Altersgruppen. Also jedes hier zu feiern, zu zelebrieren und natürlich am wichtigsten ist, die Jugend zu zelebrieren. Und das ist, was sehr wichtig ist für mich. Das heißt, Sie wollen gerne auch die Jugend in diesem Jahr auch stärker mit einbeziehen? Absolut, oder auf alle Fälle stärker feiern. Was für mich sehr wichtig ist und zum Beispiel auch für die Swarovski Foundation ist das Empowerment der Jugend. Und ich glaube, der ganze Ball bedeutet natürlich eine gute Einleitung für die Jugend in die Society. Aber ich glaube, was wir auch sehen hier, ist, dass relevante Themen angesprochen werden, wie Geschlechtergleichheit, einfach auch Geschlecht anzusprechen, Fairness anzusprechen und diese Themen auf relevanter Basis zu sehen. Also auch ein bisschen einen gesellschaftskritischen Aspekt mit einzubeziehen. Ich weiß nicht, ob das kritisch ist. Ja, auf alle Fälle, oder der Aspekt, der vielleicht kritisch gesehen wird auf traditioneller Basis. Ja, er muss einfach akzeptiert werden, angesehen werden. Und dann, wenn man sich überlegt, diese ganze Sache vom Ball ist sehr, nicht altmodisch, aber traditionell. Und ich finde, um diese traditionelle Art und Weise relevanter zu machen, muss man diese Themen von heute wirklich auch integrieren und ansprechen. Ein Thema, das heute natürlich auch immer wieder angesprochen ist, wird denn der Ball überhaupt stattfinden? Wie hoch schätzen Sie denn die Chancen ein? Was glauben Sie? Also ich kann nur sagen, wir müssen für das Beste hoffen, dass bis dahin auf medizinischer Basis alles okay ist, aber auch, dass der Virus sich weiter und fortentwickelt hat. Aber natürlich, wenn es eine Gefahr ist, kann der Ball eben nicht stattfinden. Also in der Zwischenzeit, business as usual, wir fokussieren uns drauf und wenn er abgesagt werden muss, muss halt abgesagt werden. Leider. Und dann gibt es ein Comeback im nächsten Jahr. Auf alle Fälle. Übernächst. We make up for lost opportunities. Super.